Ja, hallo, Living and Travel Zuschauer. Heute gibt es mal eine Solo-Vorstellung von mir. Claudia ruht im Moment etwas. Und ich mache mich heute mal an die Reparatur von unserem Spiegel und baue auch die Scheinwerfer wieder um auf die LED-Lampen. Und ich zeige euch das nochmal. Ich weiß nicht, ob ich das mit den LED-Lampen schon mal gezeigt habe. Also, wer das ins Auge fasst, dass er das machen möchte, kann, es gibt zwei Hersteller, so viel ich weiß, Philips und Osram. Auf der jeweiligen Herstellerseite kann man sich eine Liste runterladen oder anschauen, welches Fahrzeug kompatibel ist, welches also umgerüstet werden kann auf LEDs. Und es ist ein Riesenunterschied zum normalen H7-Licht, das muss man einfach mal sagen. Und wenn ihr euch dann diese Lampen zulegt, dann ist auf der Verpackung ein Code, den müsst ihr scannen und damit könnt ihr euch die Freigabe runterladen von der Herstellerseite. Vorher habt ihr den nicht oder kriegt diesen Code nicht, ihr müsst die Lampen erst kaufen und zwar in dieser Box, da ist der Code außen drauf. Und ich habe mich für die Philips entschieden, weil die keinen Adapter brauchen. Ich habe die Lampen mal hier, das ist ein ganz normaler Stecker, braucht keinen Adapter drauf, nichts. Der einzige Adapter ist dieser Ring, nachher um die Lampe im Scheinwerfer selbst zu fixieren. Ich werde auch zur besseren Anschauung den Scheinwerfer diesmal komplett ausbauen. Normalerweise braucht man das nicht. Man braucht nur die zwei Schrauben raus, mal den Scheinwerfer rausheben. Dann kann man die Lampen wechseln. Ich mache jetzt auch den Stecker ab, dass man das sehen kann innen drin, weil da sind nur noch so zwei kleine Federstäbchen, die die Lampen halt nicht mehr wie früher so klammern. Und zur besseren Veranschaulichung mache ich den Scheinwerfer einfach komplett raus. Ist auch kein Akt. Und dann zeige ich euch, wie das geht. Und dann gehen wir an den Spiegel. Da habe ich etwas Bedenken, dass da vielleicht doch etwas kaputt gehen könnte, weil die Dinge, ich habe den neuen jetzt hier in der Hand, die sind so leicht gebacken und die sind nur reingedrückt. Also ich hoffe, dass da nichts kaputt geht beim Rausziehen von den eingebauten noch vorhandenen Spiegel. Okay, dann legen wir mal los. So, hier ist unser Scheinwerfer. Das sind die beiden Schrauben, hier und hier, 30er Torx, die zwei kommen raus und ich mache dann diesen Stecker hier noch ab, aber das braucht man normalerweise nicht zu machen. Da ist genug Platz, wenn man den draußen hat, um diese Lampen zu wechseln. So, zum finalen Ausbau den Scheinwerfer etwas zur Mitte hinziehen. So. Und dann habt ihr den in der Hand, das komplette Teil. Und jetzt zeige ich euch, wie das innen drin aussieht. So, Schutzkörper ab und Stecker ab. So, und jetzt sind rechts und links so kleine Federstifte hier. Die drückt man am besten mit dem Schraubenzieher so ein bisschen auf die Seite. Und dann kriegt man die Lampe raus. So, ich habe die Stifte etwas weggedrückt und jetzt könnt ihr die Lampe einfach rausnehmen. Und jetzt haben wir bei der LED, wie gesagt, diesen Adapter dabei. Und der kommt an diese Position. So, jetzt ist er reingeklickt und dann kommt unsere LED rein. Drehen, fest.
Setzt den Stecker noch drauf und dann bauen wir wieder ein. So, der Stecker ist wieder drauf, wie man hier sieht. Und ich baue das jetzt wieder ein. Wenn ihr das macht, gucken, dass das Rädchen hier frei laufen kann für die Kühlung. Okay, dann kommt unsere Kappe wieder drauf. So, und jetzt bauen wir das Teil wieder ein. So, beim Einbau natürlich genau umgekehrt ansetzen. Und jetzt mit so einem leichten Schieber nach außen den Scheinwerfer einsetzen. Das sieht's ja schon mal. Jetzt kommen unsere zwei Schrauben wieder rein. Das war's. Unseren Stecker wieder drauf. Und das war's. Und wie gesagt, den Stecker muss man nicht abmachen. Die Lampe kommt weit genug raus, dass man das so machen kann, ohne den Stecker abzumachen. Andere Seite genau das gleiche. Beides gleich. So, jetzt geht's an den Spiegel. Und da habe ich, wie gesagt, so leichtes Herzklopfen, weil wir den mit doch mit mehr oder weniger Gewalt rausziehen muss, und ich hoffe, dass er nicht kaputt geht dabei. Die Dinge sind so dünne. Also toi toi toi. Der ist ja schon ausgebaut. Die sitzen einfach auf diesem Ring drauf. Hier sind noch die Kabel von der Heizung. Und ja, Daumen drücken, dass das jetzt gut geht. So, da haben wir das Teil. Hier sind noch die Drehtannen von der Heizung. Kommen wir mal ab. So, da haben wir schon mal den. Und wie gesagt, die sind nur drauf gesteckt. Und jetzt sehe ich aber, ich glaube, sind die Nasen hier abgebrochen, dann brauche ich doch. Das werden wir sehen. Dann geht's weiter. Die beiden Schrauben hier, Kreuzschlitz, kommen raus. Und dann ja, auch Torx-Schrauben hier, 2, 3, 4, 5. Die müssen auch raus, also, die ist kaputt. Da fallen die. Können Sie natürlich gucken. Alright. Einser. So, das sind Einser-Schräubchen. Mit einem Zweier-Einsatz bin ich da nicht weit gekommen. Mit einem Zweier-Schraubenzieher. So. Die können wir auch hängen lassen. Mache ich auch. Lass ich hängen. Gut. So, hier 15. 15. 15er Torx. So, hier muss ich jetzt mit der Zange gegenhalten, weil die sind abgebrochen hinten dran. Einmal. So. Und jetzt sollte man das Ganze abhebeln können.
So, jetzt werden wir mal das Gehäuse, den Gehäusedeckel wieder drauf machen. Ich meine, es ist ja wirklich nur billiger Plastikschrott. Also. So, mal gucken, dass das hier passend bringt. So. Hey Bruder, das war's. So, Spiegel ist gewechselt, Gehäuse ist gewechselt, hat man probiert, elektrische Verstellung geht, Heizung geht, alles gut. Also, das hat mich jetzt gekostet 44, 45 Euro, die zwei Teile. Ist billiger Plunder, wenn du es in der Hand hast, ist aber egal. Und, naja, sagen wir mal, durch die Filmerei eine halbe Stunde Arbeit. Sonst bist du da, Viertelstunde bist du fertig. Warum die uns damals 500 Euro da bei dem Vermieter abgenommen haben, das erschließt sich mir beim besten Willen nicht. Denn selbst wenn der Spiegel komplett kaputt ist und ihr müsst den komplett wechseln, das geht ja auch, ist auch nicht schlimm, müsst halt hier drinnen die Verkleidung abmachen und dann kommt man da dran. Das Teil kostet 170 oder 180 Euro. Und teuer wird es nur dann, wenn die Dinger elektrisch anklappbar sind. Dann geht es über die 400. Aber sonst bist du da unter 200 Euro. Also wenn euch sowas passiert, nicht wie wir gleich, Alarm, Panik, einen Haufen Geld weg. Nee, war jetzt nicht schlimm. Was mir das allerdings auch jetzt gezeigt hat und was ich machen werde, ich werde einen kompletten Satz von diesen Gläsern bestellen oder Plastikdingern da bestellen. Und wenn da wieder mal was ist und so ein Teil fliegt weg, dann klicke ich einfach das Neue rein und habe wieder mal einen Spiegel, weil meistens geht, also da muss schon sehr harte kommen, dass da alles drin kaputt geht und dann, wenn ihr dann unterwegs seid, müsst ihr eh in die Werkstatt das Ding wechseln lassen, weil ohne Spiegel kannst du nicht fahren. Und ansonsten fliegen die Dinge einfach weg und nimmst den neuen, klickst ihn rein, zack. Und das ist mir die Sache das wert, das kostet noch keine 100 Euro, die vier Dinger zusammen und das mache ich. So. Das war's. Die Lampen sind gewechselt. Jetzt haben wir wieder richtiges Licht. Spiegel geht wieder. Alles gut. Tschüssi.